Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute habe ich für euch die aktuelle Just Kick It. Nummer 11 2018 steht hier. Kostet 3,90 €. Steht hier noch mit Original Trading Cards Panini FIFA 365 2019. Sieht man hier unten. So, 12 Original Karten und eine Limi mit Marco Reus. Und ich denke mal, das öffnen wir nach dem Intro. So, dann öffnen wir das mal. Zack. Erstmal die Tüte hier aufreißen. Zeitschrift und die zwei Limis. Ach, zwei Limis. Eine Limi und die zwei Booster, meine ich. Die heben wir uns zum Schluss auf. So, widmen wir uns erstmal hier zu der Zeitschrift. Solange lege ich das hier mal auf zur Seite. So. So, hier enthalten haben wir sechs Poster. Davon ist einer Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Dann haben wir Mats Hummels, RB Leipzig, Borussia Dortmund und Wolfsburg Mannschaftsporträt. Und dann hier das ja, lebensgroße Poster, wieder Teil 6, 7 und 8. Dann haben wir die teuersten Wechsel aller Zeiten. Hier haben wir Nations League, die DFB-Asse im Einsatz. Dann haben wir hier die Bayern Facts zum Bayern Star. So, dann schauen wir mal rein. So, hier ist nochmal der Inhalt. Thomas Müller im Starcheck. Die Limited Edition Karten Panini 365 ab Seite 36 mitmachen und gewinnen. Top Gegner für das DFB-Team. Gigantische Summen, so viel kosten die besten Stars. Ja. So, hier haben wir schon mal einen der besten Stars und zwar Kylian Mbappé. 12 Original Cards und eine Limi. Wissen wir jetzt. Ich denke mal, ihr wisst ja alle, wie die Karten jetzt aussehen, was es kostet. Das sind die teuersten Transfers aller Zeiten. Neymar mit 86,2 Millionen. Dann hier Higuain, 90 Millionen. Ronaldo mit 94 Millionen. Gareth Bale, 101 Millionen. Und 105 Millionen Paul Pogba. Hier geht es dann weiter. Cristiano Ronaldo. Warum ist der hier zweimal? Gar nicht in Summe. Hier steht er mit. Ach, von Menü zu Real. So, dann hier von Real zu Juventus. 117 Millionen. Dembélé 120. Von Dortmund zu Barça. Hier haben wir Coutinho. 125 Millionen. Dann haben wir hier Kylian Mbappé. 135 Millionen. Neymar, natürlich der teuerste Transfer bis jetzt, 222 Millionen. Das ist natürlich wirklich gigantisch. Jo, dann haben wir hier Thomas Müller, der schlitzohrige Offensiv-Allrounder. Ist Müller im DFB-Team. Thomas Profi-Station. Ah ja, ich finde im Moment in dieser Saison ist er jetzt noch nicht so auffällig. Also die ersten zwei Spiele hat er, glaube ich, ein Tor gemacht. Also zwei Tore. Ja. So, hier haben wir Fun in Action. Dann haben wir hier Hol dir das Just Ticket Abo. Prämie. Ein 2-Jahres-Abo plus 4 Boxen. Oh. 4 Boxen. Das ist natürlich heftig. Also 2 Jahre, hier ist ein Jahresabo.
Mit 40 Packs, okay. Aber auch noch gut. Dann haben wir hier Chick eingekleidet in die neuen Liga-Outfits. So, hier sind meine Bayern. Also welches Trikot findet ihr es am besten? Gucken, ob ihr... Also die Dortmunder, die haben immer nice Trikots, kann man eigentlich sagen. Leipzig-Trikots, die kann man eh in die Tonne werfen. Ja, ich kann mich irgendwie nicht richtig entscheiden. Dortmund und Bayern. Ja. So, dann haben wir hier die Nations League. Frankreich gegen Deutschland. Titelchance oder Abstieg. Ja. Dann haben wir Fun and Action wieder. Gewinne 2 Tickets für das Länderspiel Deutschland-Niederlande. Dann haben wir Trackens Album und Sticker ab sofort im Handel. So, dann haben wir hier ein Teil von Manuel Neuer von der Lebensgröße. Dann kommt hier das erste Poster mit Gareth Bale, hier Mats Hummels, Wolfsburg, Mannschaftsporträt, dann Dortmund-Porträt, Leipzig-Porträt, Cristiano Ronaldo, RB Leipzig nochmal, Dortmund, Wolfsburg, Hummels und Gareth Bale und hier wieder ein Teil von Manuel Neuer. Dann haben wir wieder Fun and Action, hier haben wir für echte Torjäger. Überall, wo es Bücher gibt und auf paninishop.de. Meine Freunde, also Freundebuch, da können sich dann eure Freunde eintragen. Ja. Dann haben wir Fantribüne, Trading Cards. Wo gibt es die seltenen Limited Edition Cards? Ja, das ist natürlich immer die Frage. Weil man muss sich ja die Bravo Sport kaufen, die Just Kick It und. So. Die Hashtag Boom, also die fällt mir glaube ich noch. Meine ich mal. Ich muss mal gucken. Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte ja mal gerade gucken. Ich habe hier irgendwo die Limis. Wenn Daya Messi eigentlich dabei ist, dann habe ich sie ja natürlich. Zack, 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 zack. Nein. Also hier ist man nicht drin, vielleicht ist er schon in meiner Mappe, das könnte natürlich auch sein. Da muss ich mal gucken. Starter-Set bei Neymar drin. Blister, Multipacks, ja, da ist überall was drin. Just Kick It. Ah, die habe ich ja auch. So, dann haben wir hier DFB ab 12. Oktober. Oh, der ist ja morgen. Also, wenn ich heute aufnehme, heute ist der 11. Oktober. Hier Premium Goldtüten. Da habe ich schon 2 geöffnet. Da kommen noch 2. Vielleicht verlose ich auch eins. Mal gucken. Hier eine Tinbox. Die habe ich hier liegen. Die kommt auch noch. Die Pocket Tin mit KDB, Kevin De Bruyne. Ja, aber ich glaube, die hier fehlt mir. Ich muss mal gucken. Okay, weiter geht's. Tipps für tolle Tricks. Tricks sind wie CR7. Dann haben wir hier unsere 11. Naja, lauter hübsche Frisuren. Die meisten, die gucken nur auf ihre Frisuren, aber wie sie spielen, naja. Dann hier eure 25 Lieblingsspieler. Wo ist denn hier Kimmich? Alter, auf 20, Kimmich. Erster ist Toni Kroos, Kylian Mbappé, Harry Kane, Ramos Rodriguez, ist auch gut. Cristiano Ronaldo auf der 5. Griezmann und Salah 6 und 7. Neuer auf der 8, Neymar auf der 9. Ja. Da
Dann hier eure Leserbriefe. Dann haben wir hier alles über die Ablösesumme. So funktioniert das. Okay. Das muss man mal durchlesen, das ist interessant. Fußballwissen zum Sammeln. Ah, das kann man dann ausschneiden. Okay. Werde ich natürlich nicht machen. Dann haben wir hier einen Comic oder Cartoon. Hier haben wir dann nochmal die Fantribüne. Top Tipps. Panini FIFA 365 2019. Auf den goldenen Club Badge Karten findest du das Wappen und das Gründungsjahr der Clubs. Okay. So. Es wird gestickert. Ja, jetzt sind ja die Sticker raus. Der FIFA 365. Dann haben wir hier das offizielle DFB-Magazin für Kids. Kostet 3,80 €. Ja, das kommt dann morgen. Also, ich nehme es ja heute auf, wie ihr wisst. Dann haben wir hier eine Vorschau fürs nächste Mal. Am 2. November. Am Freitag, okay. Deine Extras, ein Überraschungsextra plus 5 Sticker. Was denn noch? Gewinne tolle Preise, kann man wieder Preise gewinnen. Deutschlands neue Chefs. Jo. Hier wird Werbung gemacht für Spotlight. Hier ist Hey Moritz. Müsst ihr ja eigentlich alle kennen. So, hier wird dann auch nochmal Werbung gemacht für die App hier. Und halt für die Trading Cards. Ja. So, dann schauen wir mal. So. Hier ist die Limi mit Marco Reus drauf. So, dann haben wir hier die zwei Booster. Dann öffnen wir mal einen. 414 Karten insgesamt. Na, ich habe schon ziemlich viele, also arg viele fehlen mir nicht mehr. Ich werde jetzt mal gerade hier alles richtig machen. Okay. Oh, das ist hier durcheinander. So, hier haben wir dann schon mal einen Bayern-Spieler mit Quarantin Tolisso. Dann haben wir hier Roberto Gagliardini. Boah, was für ein Name. Dann haben wir Alex Telles. Hier haben wir Sergio Roberto. Das sieht noch ziemlich jung aus. Dann haben wir hier Impact Signing. Taschev, Alexandro Taschev. Dann haben wir hier Game Changer Mauro Icardi, der Stürmer von Inter Mailand. So, dann haben wir noch den zweiten Booster. So. Ich glaube, dass man hier irgendwie eine Rare zieht oder so, ist glaube ich kaum möglich, denke ich mal. Ich weiß es ja nicht. Wäre cool. Also mir fehlen noch ein paar. So. Also ich weiß jetzt selbst nicht, was hier drin ist. Da haben wir Dario Benedetto. Hier haben wir Jesus Corona. Oder Jesus. Dann haben wir Jeroen. Dann haben wir hier Impact Signing Fabian Ruiz. Hier haben wir Breel Embolo von Schalke. Und die letzte Karte ist Felipe Luis von Atletico Madrid. Ja, das war's dann somit. So. Wenn ihr es euch ja selbst kauft, dann habt ihr auch hier die Limi drin. Die anderen Karten sind halt beliebig. Ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt natürlich einen fetten Daumen nach oben, so viel wie es geht. Und falls du noch kein Abonnent bist und
dir mein Kanal gefällt, kannst du kostenlos ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.